Aber wir müssen jetzt mal von der Automation ausgehen. An sich ist es ja großartig, diese Automation. Diese Automaten, diese Roboter und so weiter würden ja einen alten Menschheitstraum wirklich werden lassen. Nämlich, dass die Maschinen nun die Idiotenarbeit übernehmen. Dass wir nicht jahrelang unser Leben lang vergeuden müssen mit Idiotenarbeit. Aber statt dass wir jetzt glücklich sind, dass die Roboter die Idiotenarbeit übernehmen, gibt es ja wieder für alle Manager und Politiker und Gewerkschaftsführer nur ein Problem ums Himmels Willen. Jetzt haben wir nicht mehr genügend Idiotenarbeit. Jetzt müssen wir wieder Waffen exportieren, Straßen bauen, AKWs bauen und so weiter, damit alle Idiotenarbeit leisten können. Das ist das Absurde. Wir sind ja nicht fähig, oder die Politik ist nicht fähig, die Probleme grundsätzlich anzugehen, weil wir eben das System grundsätzlich in Frage stellen müssten. Ein Wirtschaftssystem, das auf dem Gegeneinander, auf dem Wachstum, auf der Verschwendung, auf der Ausbeutung beruht, ist eben in sich zerstörerisch und kann nicht reformiert werden. Also nicht eine andere Staatsführung kann die Lösung sein, nicht einfach ein anderes System, denn jedes System bedeutet ja wieder Ideologie, es bedeutet Dogmen, es bedeutet Strukturen, es bedeutet Indoktrination, es bedeutet Abhängigkeiten, es bedeutet Befehl. Also ein anderes System verändert nichts, das sollten wir mal lernen aus der Geschichte. Das sollten wir mal lernen aus der Geschichte. Es braucht keinen neuen Menschen, jedes neugeborene Kind ist ein neuer Mensch. Und dann schauen Sie mal, was mit diesem neuen Menschen geschieht. Das ist doch das Verheerende. Und das, was ich immer wieder erwähne mit der Schule und mit der Erziehung und so weiter. Überlegen Sie doch mal, was mit dieser Schule los ist. Jedes Kind lernt gerne, freiwillig, mit Begeisterung, alles, was es braucht zum Leben, lernt es freiwillig mit Begeisterung. Bis es in die Schule kommt, dann ist es aus. Dann braucht es Notenzwang, Selektionszwang, Hausaufgabenzwang. Jedes Kind ist kreativ, unheimlich kreativ, bis es in die Schule kommt. Nach 2 Jahren ist Schluss. Es muss ja immer nur wiedergeben, wiedergeben. Jedes Kind ist emotional, bis es in die Schule kommt. Dann ist Schluss, dann muss es rational sein. Es muss alles über den Kopf ablaufen. Jedes Kind ist solidarisch, lebt zusammen mit seinen Freundinnen und Freunden, bildet Banden und Gruppen, bis es in die Schule kommt. Plötzlich muss es gegen den Mitmenschen sein. Das ist ja das Prinzip der Schule. Das Kind wird ja nie daran gemessen, wie es leben kann. Es wird nie daran gemessen, wie es zusammenleben kann mit den anderen. Sondern es muss von einem Tag auf den anderen besser sein als das andere. Es muss schneller rechnen können, schöner schreiben können, heller singen können, weiter springen können und so weiter. Es muss das andere übertrumpfen, das andere unterdrücken. Und dann steht ihm das Leben offen. Sehen Sie doch mal, was mit dem neuen Menschen, das jedes Kind ist, geschieht, wenn es mal erzogen wird, wenn es pädagogisiert wird. Also nicht eine andere Staatsführung kann die Lösung sein, nicht einfach ein anderes System, denn jedes System bedeutet ja wieder Ideologie, es bedeutet Dogmen, es bedeutet Strukturen, es bedeutet Indoktrination, es bedeutet Abhängigkeiten, es bedeutet Befehl. Also ein anderes System verändert nichts. Das sollten wir mal lernen aus der Geschichte. Das sollten wir mal lernen aus der Geschichte. Wenn ich nur noch zwischen Pest und Cholera wählen kann, dann gehe ich eben nicht mehr wählen, weil eben Demokratie für mich nicht ein Ablaufen von politischen Institutionen ist. Es gibt einen wunderbaren Anarcho-Spruch: Wenn Wahlen was verändern könnten, wären sie längst verboten. Und das müssen wir nun auch einmal feststellen in diesem System. Und dann merkt man, dass wir doch am Beginn einer gigantischen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung stehen. Nicht mehr eine Auseinandersetzung so zwischen links und rechts. Das ist ja absurd, eine Bevölkerung so vertikal noch einteilen zu wollen. Nein, es ist eine Auseinandersetzung zwischen oben und unten. Eben oben immer noch die Manager und die Politiker und die Bischöfe und die Professoren und die Experten und die Gewerkschaftsführer und. Und unten die Basis. Die sagt, nein, ich lasse mir von oben nicht mehr mein Leben vorschreiben. Ich mache bei diesem Scheiß nicht mehr mit. Ich lasse mir nicht von den Mächtigen, von diesen Idioten und Kriminellen, die überall an der Spitze hocken, nicht mehr vorschreiben, wie ich zu leben habe. Darum geht's. Ich mache bei diesem Scheiß nicht mehr mit. Also nicht eine andere Staatsführung kann die Lösung sein, nicht einfach ein anderes System, denn jedes System bedeutet ja wieder Ideologie, es bedeutet Dogmen, es bedeutet Strukturen, es bedeutet Indoktrination, es bedeutet Abhängigkeiten, es bedeutet Befehl. Also ein anderes System verändert nichts, das sollten wir mal lernen aus der Geschichte.
mal lernen aus der Geschichte. Was gibt's denn noch als ein anderes System? Das ist nun eben die Systemlosigkeit. Das ist das freie Zusammenleben selbstbestimmter Menschen. Eine andere Möglichkeit sehe ich heute nicht mehr.